Danis hier, schön, dass du dabei bist. Ich möchte dir in diesem Video, in dieser kompletten Videoserie, den Song Come As You Are von Nirvana zeigen. Auf der Gitarre selbstverständlich. Bevor wir loslegen, ich habe meine Gitarre jetzt hier in Normalstimmung gestimmt. Wenn du zum Original mitspielen willst, musst du deine Gitarre bzw. jede Seite einen Ganzton runterstimmen. Ja? Das heißt, aus der E-Seite wird eine D-Seite, aus der A-Seite eine G-Seite, aus der D-Seite eine C-Seite, aus der G-Seite eine F-Seite, aus der H eine A-Seite und aus der hohen E-Seite auch eine D-Seite. Das kannst du dann am Stimmgerät entsprechend sehen, ablesen. Okay, in diesem ersten Video möchte ich dir Folgendes zeigen, das Hauptriff, das was jeder kennt und was auch für Anfänger mega geil geeignet ist. Also. So, du hast jetzt schon gemerkt, ich habe auf meiner E-Klampe hier einen Effekt drauf. Das ist ein sogenannter Chorus-Effekt. Ich blende dir mal ein, wie ich hier mein Programm eingestellt habe, damit du dich ungefähr, falls du so einen Chorus- oder Phaser-Effekt, damit geht das auch ganz gut, ungefähr einstellen kannst. Und Kurt Cobain hat da, glaube ich, von Electro-Harmonics einen Small Stone eingesetzt. Kannst du einfach mal googeln. Ein ziemlich cooles kleines Effektgerät, was diesen Sound eben macht. Und einen Verzerrer brauchst du halt für das Stück im weiteren Verlauf noch, ne, wenn es dann ein bisschen abgeht. Ich zeige dir in diesem Video außerdem noch Folgendes. Also quasi den Refrain. Die weiteren Teile behandeln wir dann in den nächsten Videos. Wenn du jetzt neu bei der Gitarre bist, dieses Stück eignet sich sehr gut dafür. Check aber auf jeden Fall mal hier unten in der Videobeschreibung meinen kostenlosen Crashkurs aus. Da kriegst du noch tonnenweise richtig geile Tipps und Tricks zum Lernen von Griffen, von Haltungen. Akkordsymbole sind da drin, damit du nochmal nachschauen kannst, wie geht das überhaupt, was wir hier immer alles so besprechen. Lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Hier unten findest du auch irgendwo so ein Abonnierknöpfchen, irgendwo hier, je nachdem auf welchem Gerät du das hier gerade reinziehst. Würde mich freuen, wenn du draufklickst und mir in die Kommentare schreibst, was du in Zukunft sehen willst. Also, los geht's mit der leeren E-Seite, das ist hier die dicke, die tiefste klingende Seite, die dir am nächsten liegende Seite, schlägst du zweimal an, alles nach unten abschlagen. Dann greifst du mit dem ersten Finger, mit dem Zeigefinger im ersten Bund auf dieser dicken Seite, auf dieser E-Seite. Und dann wechselst du mit dem Mittelfinger in den zweiten Bund auf der E-Seite und schlägst es auch einmal an. Also. Und dann schlägst du die leere A-Seite an, im Wechsel mit diesem Ton, den du hier im zweiten Bund auf der E-Seite greifst. Und dann musst du dafür sorgen, dass eben beide Seiten gleichzeitig klingen können. Das machst du hin und her. A-Seite, E-Seite, A-Seite und dann wieder zweimal E-Seite. Dann umgreife den ersten Bund und leere Seite. Und dann die A-Seite, während du eben den Mittelfinger im zweiten Bund greifst. Zweimal die leere Seite, noch einmal die A-Seite und dann geht das Riff schon wieder von vorne los. Also nochmal ganz langsam das komplette Teil. Wir fangen an, ganz am Anfang, auf der 3 und. 1 und 2 und 3 und 4. Das ist es schon. Wie gesagt, aufpassen, dass du hier mit dem Mittelfinger steil genug stehst, dass E- und A-Seite gleichzeitig klingen können. Ja, das ist ganz wichtig. Sonst klingt es nämlich. Dann wird die A-Seite versehentlich vom Mittelfinger abgedämpft. Ich schlage alles mit Abschlägen an und kommen wir jetzt zum nächsten Teil, den ich dir schon am Anfang vorgespielt habe, zum nenne ich mal Refrain-Teil. Da können wir jetzt super gut auch, wenn du das noch nicht kannst, Barré-Akkorde so ein bisschen vorüben. Ja? Insofern eignet sich dieses Stück wirklich sehr gut für Anfänger und für Leute, die so die ersten Schritte gerade hinter sich haben und ihre Finger ein bisschen auf Vordermann bringen wollen.
Ja. Ich zeige dir erstmal, wie du hier zurande kommst, damit das Ganze erstmal richtig schön klingt. Das ist ein mega geiler Akkord und den kriegst du hier hin, indem du mit dem Zeigefinger im zweiten Bund auf der E-Seite greifst, Ring und kleiner Finger im vierten Bund auf der A- bzw. D-Seite und der Mittelfinger kommt in den dritten Bund auf der G-Seite und die H- und E-Seite sind erstmal frei. Jeden Finger einzeln checken, ob die auch gut greifen. Du kriegst nämlich ein Gespür dafür, mit vier Fingern gleichzeitig zu üben. Wenn das noch zu schwer ist, lass den Mittelfinger erstmal weg und schlag nur die E, A und D-Seite an. Und dann wechseln wir auf den A-Akkord, A-Dur. Ich greife den hier gerne mit dem Zeigefinger so platt gelegt im zweiten Bund auf der D, G und H-Seite. Ja. Und dazu noch die leere A-Seite. Du kannst es aber natürlich auch hier mit drei Fingern in einer Reihe machen. Zeige, Mittel, Ringfinger. Also. Kommen wir zum Schlagmuster. Ja, das ist ein ziemlich, ja, dir wahrscheinlich schon vertrautes Schlagmuster. Das ist ziemlich einfach. Es ist nämlich runter, runter, hoch, hoch, runter, hoch. Also zweimal runterschlagen, zweimal hoch und dann noch einmal runter und einmal hoch. Jetzt kannst du den Akkord noch ein bisschen pimpen, wenn du noch näher ans Original ran möchtest. Es ist so, dass der Ton hier im zweiten Bund auf der hohen E-Seite eigentlich auch noch erklingt. Also wenn du jetzt sagst, wow, geil, ich möchte jetzt das Stück mal so richtig, richtig lernen. Meiner Meinung nach spielt er nämlich diesen Ton auch noch, der Kurt Cobain. Das heißt, wir greifen hier mit dem Daumen im zweiten Bund, Ringfinger im vierten Bund und kleinen Finger auch im vierten Bund auf der A- und D-Seite, Mittelfinger im dritten Bund auf der G-Seite, die H-Seite bleibt frei und der Zeigefinger greift noch im zweiten Bund auf der hohen E-Seite. Schlagmuster bleibt das gleiche. Dass du da den Übergang dann wieder sauber hinkriegst. Du musst nämlich nach viermal, nachdem du diese Akkordfolge FIS 11, nenne ich den Akkord jetzt mal, zu A-Dur gewechselt hast, musst, wenn du das viermal gemacht hast, musst du nach am Ende vom A-Dur wieder rein in. Ne, da wieder dann auch auf der 3 und wieder reinhüpfen in das Riff. So, hier kommen jetzt nochmal beide Parts hintereinander gespielt, damit du auch die Übergänge gut lernen und abschauen kannst. 1 und 2 und 3 und 4 und 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 1 und 2 und 3 und 4. So viel zum Intro, Strophe und Refrain-Teil. Das wiederholt sich dann. Ne? Nach dem Refrain geht es dann wieder eine Strophe, dann kommt wieder ein Refrain. Damit hast du im Prinzip schon einen sehr großen Teil von dem Stück gelernt. Und wenn du irgendeine Frage haben solltest, schreib das unten in die Kommentare rein. Irgendwas unklar sein sollte, wie geht das, habe ich nicht gerafft, Hannes. Gar kein Problem, ich versuche dir da zu helfen. Und abonniere den Channel und
ich kann dir das nur noch mal empfehlen, schau hier unten in der Videobeschreibung mal vorbei. Ja? Das kostet dich absolut gar nichts, da vorbeizuschauen. Klärt vor allem einfach super viele Fragen schon im Vorfeld. Mein Crashkurs mit sehr viel Liebe für dich gemacht. Und ich freue mich sehr, wenn du da mal vorbeischaust. Ist absolut kostenlos. Trägst dich dann nur mit Vornamen und E-Mail-Adresse ein. Und da sehen wir uns dann wieder und du kriegst eine richtig gute Ladung Gitarre nach Hause geschickt. Also, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da geht es dann um diese Teile. Also, bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.